bin bei uns im Haus verantwortlich für das ganze Thema CRM und bin da auch Projektleiter für die Implementierung von dem neuen Tool. Die Herausforderung, die wir natürlich hatten oder auch immer noch haben, ist dadurch, dass wir ein Unternehmen mit knapp 30.000 Mitarbeitern sind, was weltweit operierend ist, wir also natürlich auch Tochtergesellschaften in einzelnen Ländern haben, dass wir da natürlich ja, eine Vielzahl an Anforderungen haben. Als Logistikunternehmen ist uns natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, dass unsere sehr, sehr spezifischen Anforderungen umgesetzt werden. Deswegen brauchten wir einfach eine Software oder einen Anbieter, der uns das ermöglichen kann, wo wir sehr, sehr flexibel sind, was Customizing angeht. Und das war mit ein Grund, warum wir uns für Adito entschieden haben. Uns war relativ wichtig bei der Anbieterauswahl, dass wir nicht nur eine Software kaufen, sondern auch noch einen Implementierungspartner. Und das konnte uns Adito gewährleisten, was andere nicht konnten. Logistik heißt nicht einfach nur Sachen von A nach B transportieren, sondern da stecken natürlich auch ganz viele Prozesse im Hintergrund, beziehungsweise auch viele kundenindividuelle Anforderungen an die einzelnen Geschäfte. Und dadurch war es uns auch wichtig, ein Programm zu wählen, was, sage ich mal, unsere individuellen Prozesse, ob nun ja, intern, extern, abbilden kann. Wir haben uns für das agile Projektmanagement entschlossen, zum einen, weil es einfach nicht möglich war, aufgrund dieser vielen Interessengruppen, die wir einfach bei uns im Unternehmen haben, ein Lastenheft von vornherein zu erstellen, weil gewisse Prozesse auch erst mit den Programm sozusagen herangewachsen sind. In früheren Projekten haben wir, sage ich mal, oft die klassische Variante verwendet, was dann eher zum teilweise auch längeren Change-Management-Prozess geführt hat. Und Adito war eigentlich so auch, zumindest in meiner persönlichen Erfahrung, einer der ersten, die uns diese agile Projektmanagement-Form angeboten hat. Was uns natürlich sehr entgegengekommen ist, wir hatten einen regelmäßigen Austausch mit den Projektmanagern seitens Adito, was, sag ich mal, diese Zusammenarbeit einfach grundsätzlich erleichtert hat, beziehungsweise man hat gewisse Sachen öfters ausgetauscht, hat die diskutiert und ist da einfach auch relativ schnell zu einer besseren Lösung gekommen, als man vielleicht zum Anfang veranschlagt hatte im Pflichtenheft. Genau. Also die mobile Version oder ein mobiler Zugang von einem Smart Device war uns von vornherein sehr, sehr wichtig, weil natürlich insbesondere die Außendienstmitarbeiter, die eigentlich ja beim Kunden draußen sein sollen, für die ist es natürlich wichtig, auch jederzeit auf alle wichtigen Kundeninformationen zuzugreifen. Wir nutzen das natürlich auch vorrangig, damit ein Außendienstmitarbeiter auch direkt nach einem Kundengespräch, sag ich mal, das Besprochene niederschreiben kann, diktieren kann. Natürlich gibt es ja auch die Möglichkeit, beziehungsweise auch direkt von da Aufgaben für seine Innendienstleute zu erfassen oder vielleicht sogar eine Angebotserstellung direkt sozusagen anstoßen zu können. Und damit haben wir natürlich den Prozess, den er normalerweise in der Vergangenheit durchlaufen hat, deutlich verbessert. Er ist jetzt flexibler, er kann Sachen schneller umsetzen und das war uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig mit der neuen Lösung, dass wir dieses Themenfeld auf jeden Fall mit abdecken. Wir haben uns eigentlich für Adito entschieden, einfach aufgrund des familiären Umfeldes, der Werte, die wir, sag ich mal, relativ gut mit uns identifizieren konnten, auch bei uns im Haus, und die sehr, sehr gute Zusammenarbeit eigentlich über die Jahre hinweg mittlerweile, die wir, sag ich mal, mit den jeweiligen Ansprechpartnern haben, die sehr, sehr gut ist. Ich bin mir sicher, dass wir auch die zukünftigen Anforderungen, die uns bevorstehen, zusammen mit Adito umsetzen können, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.